Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin vedischer Berufsastrologe. In diesem knapp 15-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Juni 2015 für Aszendent Krebs. Bevor wir dort einsteigen, ein paar wichtige Informationen kurz vorweg. Und zwar erstens, bitte beachten Sie, dass die Deutung vorgenommen wird anhand des Aszendentenkrebs, nicht Sonnenzeichenkrebs. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder Sie schicken mir den unterhalb des Videos auf das Kontaktformular. Dann werden Sie mir Ihre Angaben zukommen lassen können und ich teile Ihnen Ihren Aszendenten gerne gratis mit. Zweitens, natürlich das Highlight überhaupt. Am 6.6. startet die vedische Astrologie-Schule. Für alle, die von Beginn an mit dabei sein wollen, gibt es einen hochinteressanten Gründungsrabatt, wo Sie richtig sparen können und das wirklich sehr, sehr günstig beziehen können. Informieren Sie sich diesbezüglich. Drittens, nicht jeder will die vedische Astrologie lernen. Manche wollen sich beraten lassen. Hier gibt es als Aktion des Monats vergünstigt bis zum 8.6. bei Bestellung bis zum 8.6. mein sogenanntes Karma- und Schicksalshoroskop. Hier geht es um Mondknoten und Saturn. Sehr interessant. Vergünstigt um 20% unter den offiziellen Internetpreisen. Und dann vierter Punkt. Gratisangebot. Das bedeutet, nach wie vor teile ich Ihnen gerne gratis mit, welcher Planet aktuell und in nächster Zeit hauptsächlich Ihr Leben färbt und dirigiert, der sogenannte Hauptphasenherrscher, eine Besonderheit der vedischen Astrologie. Ihn zu kennen ist sehr interessant, was er so im Portfolio hat, und ich deute ein bis zwei DIN A4 Seiten gratis dazu. Bitte teilen Sie mir dazu einfach Ihre Geburtsangaben mit und Sie bekommen relativ kurzfristig eine Rückmeldung. Gut, jetzt aber, wie schaut die planetare Großwetterlage für den Aszendenten Krebs im Juni aus? Nun, bei Ihnen fällt sofort auf als Aszendent Krebs, dass Sie eine starke Betonung haben mit Haus 12. Es geht schon gleich los, dass die Sonne bis 21. Juni in ihrem 12. Haus ist. Ja, da haben sie ja, ist ja Zwilling. Und das 12. Haus bedeutet, es gibt so die Energie in den ersten 3 Wochen im Juni so auf Rückschau. Ja, wie war denn so für sie das vergangene Jahr? Und je nachdem, wie die Qualität ihrer Sonne im Horoskop ist, werden sie mehr das Gefühl haben, dass sie gut vorwärts gekommen sind, oder wenn sie eine verletzte Sonne im Horoskop haben, kann es ihnen auch so ergehen, dass sie eher das Gefühl bekommen, sie haben ihre Zeit verschwendet. Die Sonne geht dann ab 22. Juni in den Krebs. Das bedeutet, da haben sie, Moment, in Haus 1, genau, dass ich jetzt noch richtig sage, da haben Sie ja Ihren Aszendenten, sprich, dann wird wieder reflektiert mit sich selber, Ihre Inspirationen, Ihre Lebensausrichtung, Sie kommen sich näher, was Sie eigentlich wollen, und das ist ja auch gut passend auf das Haus 12. Nun, wir kommen dann zum Mars, und das ist interessant, denn auch er ist im Zeichen Zwilling, worin Sie das 12. Haus haben, bis 24. Juni, bevor er dann auch in den Aszendenten geht. Also Sie merken schon, da kommt was insofern, dass viele Planeten jetzt bei Ihnen in Haus 1 gehen, aber erst zu Ende des Monats Juni. Die ersten, jetzt Mars bis 24.6. in Haus 12 bedeutet, nun ja, etwas Marsianisches möchte zu einem Ende gebracht werden. Auf günstige oder ungünstige Weise, da müsste ich jetzt Ihr Horoskop haben.
um darüber was sagen zu können. Aber was sind Mars-Themen, die zu einem Abschluss gebracht werden? Mars steht für Operationen. Mars steht für ihre Beziehungen zu Geschwistern. Mars steht für Sport. Mars steht für Immobilien. Diesbezüglich, oder Mars steht auch für Streit. Etwas aus diesen Themengebieten möchte auf eine günstige oder ungünstige Weise zu einem Ende gebracht werden. Ja, dann geht ja Mars, wie ich sagte, auch in Haus 1 in ihren Aszendenten. Persönlichkeitsentwicklung wird dann natürlich das große Thema. Merkur, was macht der? Auch er ist in Haus 12 den ganzen Monat, rückläufig noch bis 15.06., da hat er noch besonders viel Kraft. Das bedeutet, dass auch Merkur-Themen zu einem Abschluss gebracht werden möchten. Also, Merkur steht für Freunde, Merkur steht für Geschäft, Merkur steht für Netzwerken. Und etwas aus diesen Themengebieten möchte auf eine günstige oder ungünstige Weise zu einem Ende gebracht werden. Ja? Vielleicht lassen Sie von einem Freund los, beenden eine Beziehung, weil Sie merken, das passt nicht mehr. Oder umgekehrt, es gibt plötzlich einen Durchbruch mit einer Geschäftsidee, ne, was Sie sich schon lange wünschten, wie Sie an bessere Kontakte kommen können. Und durch eine Freundschaft beginnt das Geschäft zu boomen. Also, das ist so, Merkurisches will zu einem Ende gelangen, zu einem Abschluss. Jupiter ist ja immer noch im Löwen. Darin ist er ja mehrere Monate. Das bedeutet, dass an für sich die finanziellen Mittel ganz gut beeinflusst werden, die Ihnen so für die Ausgaben, die wirklich nötig sind, zur Verfügung stehen. Insofern sollten Sie sich aber ganz besonders überlegen, dass Sie Ihr Geld für sinnvolle Dinge ausgeben, ne? Und sich wirklich genau überlegen, naja, wo tun Sie denn Ihr Geld hin? Besonders gut ist ja, wenn Jupiter in Haus 2 steht, das Geld investiert für sinnvolle Dinge. Oder Sie wollen vielleicht bezüglich Ihrer Fähigkeiten mehr jupiterische Eigenschaften an sich entwickeln. Optimismus, Vertrauen, Vergeben, Verzeihen, ne? Alles jupiterische Themen. Auch dafür nach wie vor eine gute Zeit, diese Qualitäten, dass Sie die mehr in sich entfalten können. Und Aszendent Krebs hat eh als Lebensaufgabe Persönlichkeitsentwicklung. Also, auch von der Warte her eine dezente Aufforderung. Nun, Besonderheit, der große Lehrer Saturn kehrt zurück Mitte des Monats in den Skorpion. Was bedeutet das? Sie haben ihn in der ersten Monatshälfte noch in Haus 6, da die letzten 14 Tage, also die nächsten 14 Tage noch, geht der Fokus noch etwas in Richtung Gesunderhaltung, Körper, was Sie diesbezüglich langfristig für sich verbessern können. Dann geht er in Haus 5 für die nächsten Monate. Das bedeutet, hier wird es darum gehen, wie Sie mehr auf authentische Weise mit Ihrem Selbstausdruck rauskommen können. Was Saturn in Haus 5 weniger gibt, ist Spaß mit Kindern, ist Vergnügen und Romantik. Also das ist nicht Saturns Sache, aber so auf aufrichtige Weise sein Dharma zu manifestieren, also sprich ihre wahre Natur zu entdecken, auf welcher Basis sie sich da mehr zeigen wollen, das ist natürlich schon ein Saturn-Thema. Und deswegen ist es jetzt die nächsten Monate eine gute Zeit, wirklich mal in der Tiefe nachzusinnen, was ist denn Ihr Ding, mit was Sie Ihren Fußabdruck auf der Erde hinterlassen wollen. Die Venus ist noch bis 5.6. in Krebs, aber auch dann die meiste Zeit im Löwen. Und das bedeutet also, darin haben Sie ja das zweite Haus. Das zweite Haus, haben wir gehört, hat was zu tun mit Ihren Mitteln. Das bedeutet,
Mit Venus in Haus 2 ist ja ein großer Wohltäter. Gibt es also von daher vielleicht Entscheidungen über Finanzen oder Sie wollen mit in Beziehungsthemen Finanzen regeln, ja, oder Sie wollen sich hingeben, gewisse Fähigkeiten an sich zu entwickeln, denn sowohl Jupiter als auch der Planet Venus sind ja bei Ihnen im Löwen beide im zweiten Haus. Die Mondknoten sind nach wie vor in Widder und Waage. Das heißt, es gibt auch einen starken Fokus auf Haus 4. Denn Sie haben Rahu im vierten Haus und das vierte Haus ist ja für den Aszendenten Krebs wichtig, weil hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, innere Themen aufzuarbeiten. Deswegen eigentlich der Job, Karriere, Status, Ansehen wird weniger wichtiger und der Fokus geht mehr in Richtung die inneren Werte, was auch die Hauptlebensaufgabe für Sie als Aszendent Krebs an für sich darstellt. Gut, ja, das war jetzt mal so ein Überblick mit der planetaren Großwetterlage für Aszendent Krebs, Monat Juni. Hier nochmal die Erinnerung, Sparmöglichkeiten für die Bestellung eines Horoskops Karma und Schicksal 20% günstiger bei Bestellung bis 8.6. Infos zu diesem Horoskop finden Sie hier. Dann zweitens Start der vedischen Astrologieschule am 6.6. Und ich teile Ihnen gerne gratis Ihren Hauptphasenherrscher mit, der so große Bedeutung hat im vedischen Horoskop. Ja, das war's gewesen. Ich darf Ihnen wünschen einen fantastischen Juni 2015 und freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen Ende Juni. Machen Sie es gut. Bis dahin.